Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz der UBM zum Jahresergebnis. Sie sind die Vertreter der Medien, aber auch einzelne Investoren und zum zweiten Mal schon unsere Mitarbeiter. Das Jahr 2021 war besser, als man es hätte erwarten können vor einem Jahr um diese Zeit. Von einer Corona-Delle kann bei uns keine Rede sein. Es war das zweitbeste Ergebnis unserer knapp 150-jährigen Geschichte im zweiten Jahr der Pandemie. Die logische Konsequenz daraus ist, und damit darf ich auf die erste Chart auch drücken, dass wir eine Rekorddividende von 2,25 Euro ausschütten werden, beziehungsweise zur Ausschüttung vorschlagen in der Hauptversammlung. Das Zweite ist, dass wir und vor allem mein Kollege Patrick Thate Ihnen eine krisenfeste Bilanz vorstellen dürfen, in Zeiten wie diesen auch kein unwesentlicher Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus sind wir sehr stolz, dass wir die ESG-Branchenführerschaft auch im zweiten Jahr verteidigt haben und Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns steht. Wir verfügen weiterhin über eine Pipeline von 2,2 Milliarden Euro. Und das ist umso erstaunlicher, als es doch eine Reihe an Fertigstellungen im vierten Quartal 2021 gegeben hat und daher die Pipeline auch hätte fallen können. Und last but not least, wagen wir so etwas Ähnliches wie einen Ausblick oder zumindest eine Bestandsaufnahme. Aber lassen Sie mich zunächst einmal in die Details gehen. Rekorddividende heißt, wir werden auch dieses Jahr zu den Dividendenkaisern an der Wiener Börse gehören. Über Jahre hat die UBM jetzt eine Dividendenrendite, also den Ertrag, den sie über Dividenden mit der UBM erzielen können, von über 5% erreicht. Wir sind damit extrem verlässlich. Wir zahlen auch immer pünktlich Anfang Juni und es ist auch Ausdruck unseres Ertragspotenzials. Darüber hinaus war es uns möglich, diese Rekorddividende auszuschütten, ohne etwas an der Ausschüttungsquote zu verändern. Das heißt, 50% unseres Gewinns schütten wir an die Aktionäre aus. Die anderen 50% wandern in die Stärkung des Eigenkapitals, auch sehr wichtig für uns. Und damit würde ich gerne an dich, Patrick, für die Zahlen übergeben. Vielen Dank, Thomas. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Als wir das letzte Jahr um diese Zeit die Pressekonferenz gemacht haben, waren wir in einer Situation, wo wir mitten in einer Corona-Welle steckten und auf dem Weg mit der UBM waren, uns strategisch neu aufzustellen, nämlich vom größten Hotel-Developer hin zu Green, Smart and More. Und zu dieser Zeit waren wir im Management der Auffassung, dass das Jahr 2021 das Jahr werden wird, bei dem die Pandemie in der UBM zu einer Ergebnisrückgang führen sollte. Wie Sie auf der linken Seite des Charts erkennen können, ist dies nicht eingetreten, glücklicherweise nicht eingetreten. Wir haben mit einem Nettoergebnis von 43,7 Millionen das zweitbeste Jahr in der Geschichte der UBM abliefern können. Wie haben wir das gemacht? Zum einen dadurch, dass wir sehr erfolgreich waren mit Projektverkäufen, nämlich mit Projektverkäufen, die wir nicht selbst umgesetzt haben. Das waren zwei größere Projekte in Deutschland und auch zwei größere Projekte in Österreich. Das war immer Teil unserer Strategie. Wir haben sie aber bisher nie so rigoros umgesetzt wie im Jahr 2021. Wie Sie auch auf dem Chart sehen können, ist es nicht nur eine, sage ich mal, ein Jahr, was gut war, sondern die letzten 5 Jahre waren insgesamt gut mit einem Nettoergebnis von 210 Millionen Euro. Und wie Sie unten auf dem Chart erkennen können, ist das auch dann im EPS zu sehen, also im Ergebnis pro Share, pro Aktie mit 4,50 Euro. Der Thomas hat es schon gesagt, 50% davon werden wir an die Aktionäre ausschütten und 50% bleiben sozusagen bei der UBM. Lassen Sie mich kurz auf die Bilanzzahlen kommen und die Krisensicherheit, die diese Bilanz ausstrahlen sollte und ausstrahlt.
Wir sind wieder in einer Situation, wo wir nicht genau wissen, wie sich das Jahr weiterentwickeln wird. Thomas Winkler wird darauf noch im Folgenden ein wenig eingehen. Wir sind wieder in einer Situation, wo wir durch den Ukraine-Konflikt Befürchtungen haben müssen, dass es zu Preissteigerungen über das Jahr kommen könnte, dass es sich eventuell auf die Zinsen auswirkt. Und wir merken alle, dass es ja auch schon bereits inflationäre Tendenzen gibt. Die Inflationszahlen sind Ihnen sicher in den einzelnen Märkten gut bekannt. Wir können aber mit einem relativ ruhigen Hand in diese Krise, oder vielleicht gibt es auch keine Krise, aber in diese Zeit hineinstarten. Zum einen haben wir, das finden Sie auf der linken Seite, ein Eigenkapital von 551 Millionen knapp. Das ist ein Allzeithoch mit einer halben Milliarde. Und das zeigt, dass die UBM extrem kapitalstark derzeit ist. Die Eigenkapitalquote liegt bei 36,8%, also über dem Korridor, den wir uns selber gesetzt haben, mit 30-35%. Und eröffnet uns aus dieser Perspektive auch Handlungsspielräume. Auf der rechten Seite, auch sehr wichtig, finden Sie die Liquiditätssituation der UBM wieder. Also den Kassenbestand, den Cash, den wir derzeit halten. Zum Ende des Jahres waren das 423 Millionen. Auch das ist eine Rekordliquidität. Und die wird uns hoffentlich ermöglichen, auch weiterhin erfolgreich Chancen wahrnehmen zu können am Markt. Chancen, die vielleicht die einzelnen Wettbewerber nicht so wahrnehmen können wie wir, da sie nicht über solche Finanzmittel on hand, also auf der Hand, verfügen. Ein weiterer Punkt unserer Krisensicherheit ist das Rückzahlungsprofil der UBM. Was Sie auf dem Chart sehen, sind die Bonds, also die Fremdmittel, die uns vom Markt zur Verfügung gestellt werden. Die laufen normalerweise 5 Jahre oder im Fall vom Hybrid ist es eine unendliche Laufzeit, zumindest in der Theorie. Sie sehen auf diesem Chart, dass wir mit einem Rückzahlungsprofil von 81 Millionen in 2021, beziehungsweise selbst wenn wir 2022 und 120 Millionen in 2023 über ein sogenanntes sehr flaches Rückzahlungsprofil verfügen. Wenn Sie unseren Cash damit vergleichen, der war über 400 Millionen, sehen Sie, dass wir also in den nächsten 2 Jahren lediglich in Anführungsstrichen 200 Millionen umschulden oder zurückführen müssen. Dies könnten wir selbst dann stemmen, wenn der Markt es uns nicht erlauben würde, weitere Bonds zu platzieren. Also auch aus dieser Hinsicht sind wir in einem sehr stabilen Umfeld unterwegs. Und als letzten Punkt möchte ich noch auf den Verschuldungsgrad kommen, also unsere Nettoverschuldung, die Beziehung zwischen Schulden und Bilanz. Da sind wir bei einer Nettoverschuldung insgesamt von 381 Millionen. Auch diese ist mit unter 400 Millionen sehr niedrig gewesen zum Ende des Jahres 2021. Und einem Loan-to-Value, also das zeigt Ihnen das Verhältnis von Schulden zur Bilanzsumme, von 25,5%. Auch von dieser Warte aus würde ich das als sehr krisensicher bezeichnen, beziehungsweise wird es uns Handlungsspielräume eröffnen. Und damit darf ich zurück zum Thomas Winkler geben. Vielen Dank. Bevor ich auf die nächste Chart gehe, eine Feststellung. Für uns ist natürlich der finanzielle Bericht sehr wichtig und die finanzielle Gesundheit. Mindestens so wichtig ist aber uns auch mittlerweile geworden der nicht finanzielle Bericht. Und ich darf den hier noch einmal bewerben und hochhalten. Wir haben heuer einen ESG-Bericht erstellt nach den neuen GRI 2021 Standards. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir das getan haben, ohne dazu verpflichtet zu sein. Und es gibt noch einen Zusatz, den ich aber gleich in einer Minute berichten möchte. Es bleibt Ihnen dennoch nicht erspart, auch den Geschäftsbericht anzuschauen, wo mehrere Klimadialoge von uns gehalten wurden, mit Reinhold Messner, mit Jane Goodall, um nur 2 zu nennen. Also ein lesenswerter Bericht aus meiner Sicht. Ich komme auf diese Chart jetzt und stelle auch noch einmal heraus, dass wir unseren ESG-Bericht auch freiwillig nicht nur erstellen, sondern auch einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzogen haben. Das alles, um uns auf die EU-Taxonomie-Richtlinien und auf die CSRD
der Zukunft vorzubereiten. Ich traue mir heute zu sagen, und ich verstehe, dass Sie sagen, schaut irgendwie noch nicht so aus, aber wir sind echte Grüne geworden und leben das auch. Für uns ist ESG integraler Bestandteil unserer Strategie und kein Add-on. Das ist nicht etwas, was wir zusätzlich auch noch machen müssen, sondern es ist in Green, Smart and More ein Kernbereich dessen, was wir machen wollen. Sie sehen das auch in Resultaten. Wir haben ein branchenführendes Rating sowohl bei ISS, wo wir den Prime-Status erreicht haben, als auch bei EcoVadis, wo wir einen Gold-Status haben. Und darauf sind wir auch sehr stolz, und ich darf es noch einmal erwähnen, obwohl ich es letztes Jahr, glaube ich, auch bereits erwähnt habe, wir haben als erstes österreichisches Unternehmen einen ESG-Ausschuss auf Aufsichtsratsebene. Das heißt, wir haben ebenso wie wir einen Prüfungsausschuss für die Zahlen haben, auch einen ESG-Ausschuss etabliert. Dazu kommt natürlich auch noch unser Bekenntnis zur UN Sustainable Development und zum Global Compact sowie die TCFD, sorry, dass das alles so ein bisschen neudeutsch klingt, die Taskforce für klimabezogene Finanzberichterstattung. Wie schaut es aus mit unserer Pipeline? Auch hier eine fundamentale Veränderung. Viele hätten es nicht für möglich gehalten vor 2 Jahren, dass wir Ihnen eine Pipeline präsentieren, die ausschließlich aus Wohnen und Büro besteht. Wir haben keine Hotel-Developments mehr in unserer Pipeline. Diese Pipeline entspricht in etwa unserer Gesamtleistung der nächsten 4 Jahre und ist ausschließlich mit Projekten in A-Lagen, in sehr guten Lagen bestückt. Wir haben auch hier keine Kompromisse gemacht, etwas, was uns wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten zugute kommen wird. Wir haben hier einige aufgeführt. Wir werden im dritten Quartal den FAZ Tower, das Headquarter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, fertigstellen und natürlich auch feiern den Kaufmannshof in Mainz, ebenso wie hier in Wien die 7-Brunnen-Gasse, die im Übrigen für Wohnungsinteressenten, muss ich das dazu sagen, ausverkauft ist. Baubeginn gibt es in der Thulestraße 48 in Berlin, genauso wie im Village im Dritten in Wien oder in Prag in der Arcus City. Alles zwar gehobener Wohnbau, aber kein Luxuswohnbau. Und es ist uns ebenso gelungen, trotz nach wie vor strengster Kriterien unsere Akquisitionen voranzutreiben. Die jüngste war eine Übernahme von 5 Baufeldern im Zollhafen Mainz von der CA Immo, die sich ja aus dem Wohnbau zurückzieht und sehr stark auf Büro fokussiert und wovon wir profitiert haben, weil wir eben mit der CA Immo im Zollhafen Mainz genauso wie mit den Elektrizitätswerken in Mainz sehr gut zusammengearbeitet haben über die letzten Jahre. Und wir haben auch unmittelbar am Olympiapark in München in der Pelkhofenstraße ein sehr interessantes Objekt erworben. Damit, meine Damen und Herren, komme ich zu dem schwierigsten Teil der heutigen Pressekonferenz, nämlich dem Versuch eines Ausblicks. Und ich habe es bereits angekündigt, dieser Ausblick ist mehr eine Bestandsaufnahme als ein Ausblick, weil ein Ausblick seriös im jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Vielleicht schauen wir uns noch mal die Situation im Detail an. Der Krieg in der Ukraine ist eine Zeitenwende. Darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Und zwar nicht nur geopolitisch, sondern auch geldpolitisch. Die Teuerung in Europa ist für uns alle spürbar. Und es ist klar, dass nicht nur die Pandemie gekommen ist, um zu bleiben, sondern auch diese Inflation,
nichts anderes ist ja die Teuerung geblieben ist. Wir werden mit dauerhaft hohen Energiepreisen zu kämpfen haben. Wir werden steigende Rohstoffkosten haben, wenn der größte Rohstofflieferant der Erde sich im Krieg befindet. Und wir haben unterbrochene Lieferketten, die gerade aufgrund der Situation in China, und ich nehme an, Ihnen allen sind die Bilder aus Shanghai bekannt, einer Millionenstadt, die jetzt schon seit Wochen im Lockdown ist und auch der größte Hafen in China ist. Darüber hinaus gibt es Unklarheit über die Zinsentwicklung in Europa, weil sich die Europäische Zentralbank in einer Art Catch-22-Situation befindet. Was heißt das? Auf der einen Seite ist die EZB angehalten, die Inflation zu bekämpfen. Auf der anderen Seite sind ihre Mitgliedstaaten, insbesondere im südlichen Europa, sehr hoch verschuldet. Auch die weniger verschuldeten Staaten wie Deutschland oder Österreich tun ihr Bestes dazu, um diese Verschuldung nach oben zu fahren. Die hohe Staatsverschuldung ist damit ein Problem, ebenso wie das sich stark abschwächende Wachstum. Unser Problem ist, und das sehen Sie auf dieser Chart auf der rechten Seite als Begründung, warum wir keine Guidance geben können, so sehr wir das auch wollen. Es gibt aktuell keine Makroprognosen, auf die wir unsere Aussicht stellen könnten. Es gibt erste Anzeichen und Rücknahmen von Wachstumsprognosen. Ich prophezeie, es werden nicht die letzten sein. Und es gibt einen vollkommen unklaren Verlauf über den Krieg in der Ukraine. Ich erinnere nur an die Aussagen von Herrn Stoltenberg, dass da Krieg in der Ukraine auch Jahre dauern könnte. Damit sind wir wohl auf längere Zeit mit einer abwartenden Haltung konfrontiert. Diese abwartende Haltung bezieht sich vor allem auf unsere Mieter, weil natürlich viele Büromieter bis zum letzten Moment abwarten, wie viel Fläche sie nun wirklich anmieten wollen. Es bezieht sich aber auch zu einem geringeren Ausmaß auf mögliche Investoren in den Märkten, in denen wir nicht Euro haben aufgrund der Zinsentwicklung, die diese Märkte gesehen haben. Last but not least gibt es auch durchaus begründete Überlegungen, dass es zu einer Kreditklemme am Transaktionsmarkt kommen kann. Also nicht so sehr bei den privaten Kunden als bei den institutionellen Kunden, weil Banken einerseits aufgrund der Abrufung von Betriebsmittelkreditlinien ihre Bilanz ausweiten und daher sie woanders reduzieren müssen, aber auch, weil mehrere Zentralbanken in Europa vor einer Blasenbildung gewarnt haben und damit die Eigenkapitalunterlegungspflicht für Immobilienkredite erhöht haben. Auch, und das sei nicht verschwiegen, gibt es die eine oder andere Bank, die natürlich aufgrund der aktuellen Situation unter Druck ist und entsprechend vorsichtig reagiert. Also alles zusammengefasst könnten Sie sagen, ein sehr pessimistischer oder nachdenklicher Ausblick. Das möchte ich insofern korrigieren, als die große Frage, die im Raum steht, ist, was ist die Alternative für Immobilien? Und die Antwort, die wir uns geben, ist, es gibt keine Alternative zu einer Beimischung von Immobilien in ihrer Vermögensveranlagung. Der Grund dafür ist, dass natürlich nur Realwerte einen Inflationsschutz darstellen. Sie haben einerseits die wahrscheinlich noch weiter sinkenden Mieterträge, auf der anderen Seite aber auch die Wertsteigerung des Objekts. Und aufgrund der explodierenden Baupreise ist auch klar, dass Sie Objekte, die Sie heute herstellen, nie mehr so günstig herstellen können wie heute. Man spricht von einem sehr altmodischen Wort seit neuestem wieder, das ist der Wiederbeschaffungswert. Und damit muss ich Sie leider mit einem Potpourri an Pros und Cons für die Zukunft zufriedenstellen oder eben nicht zufriedenstellen. Und wir hoffen, dass es möglichst rasch hier eine Klarheit gibt. Und wir waren ja auch einer der ersten Unternehmen, als der Höhepunkt der
ersten Pandemiewelle vorbei war, die sich bemüht haben, wieder einen entsprechenden Ausblick mit Guidance zu geben. Ich würde hier einmal die formelle Präsentation beenden und Patrick und ich freuen uns auch schon auf Ihre diesbezüglichen Fragen und danken für Ihre Aufmerksamkeit am Freitag vor der Karwoche. Gut, ich würde sagen, wir starten mit den Fragen. Es sind schon einige gekommen. Die erste von Max Bohanka von der Own360 Community, also eine Anlage-App für Sparer, zum Thema Holzbau. Sind mittelfristig neben dem Timber Pioneer in Frankfurt oder dem Leopoldquartier in Wien ähnliche Vorzeigeprojekte geplant? Wie ist der Stand bei der möglichen Expansion in neue Märkte? Ja, das habe ich vielleicht vergessen sogar zu erwähnen. Bei uns ist es verpflichtend, jedes neue Projekt darauf zu prüfen, ob es in Holzbauweise errichtet werden kann. Wenn die Antwort positiv ausfällt, muss dieses Projekt nach unseren internen Überlegungen und Richtlinien, ein schreckliches Wort, auch in Holzbauweise erstellt werden. Das heißt, wir planen sowohl für die Bauberger Straße in München, Moosach, als auch für die Bogner-Gründe von Sportartikelhersteller Willi Bogner Projekte in Holzbauweise, die auch sich in bereits konkreten Planungs- Umsetzungsschritten befinden. Und damit können Sie davon ausgehen, dass auch in Zukunft über weitere Holzbauprojekte von uns berichtet wird. Wir sind mit über 100.000 Quadratmeter in Holzbauweise am besten Weg, der größte Holzbau-Developer in Europa zu werden. Und das ist unser klar angestrebtes Ziel. Der zweite Teil der Frage hat sich auf eine geografische Expansion bezogen. Wir glauben, dass das nicht notwendig ist, weil die Märkte, in denen wir uns befinden, immer noch sehr hohes Potenzial darstellen. Es gibt nach wie vor Überlegungen, die sagen, die Preisniveaus in deutschen Städten im Vergleich zu französischen oder englischen Städten sind immer noch moderat. Und damit gibt es auch aus Sicht von internationalen Investoren erhebliches Potenzial nach oben. Eine geografische Diversifikation birgt auch immer Risiken. Und ich glaube, dass wir im Moment genügend Risiken haben, die wir managen wollen, weswegen ich eine geografische Expansion für den Moment ausschließen möchte. Zweite Frage, ebenso von Max Bohanka von Own360 zum Thema Homeoffice. Wie beurteilt UBM den seit Corona beschleunigten Homeoffice-Trend? Geht es mit dem Ausklingen zurück zu mehr Präsenz? Wie wirkt sich das auf das zukünftige Geschäft aus? Also ich möchte vorausschicken, und das ist auch jedem klar, wir sind ein Büro-Developer. Und ein Büro-Developer hat ein natürliches Interesse für eine Zukunft des Büros und eine Rückkehr in das Büro zu argumentieren. Aber selbst wenn Sie das ausblenden wollen, gibt es Leute wie den ehemaligen Personalchef von Google, der davon ausgeht, dass nach einer Übergangsphase, wo wohl die Aufteilung Homeoffice Präsenz im Büro, zwei Tage Homeoffice, drei Tage Präsenz im Büro, nur eine Übergangsphase ist, bis die Leute wieder vollständig ins Büro zurückkommen. Wir bei der UBM sind davon überzeugt, dass man alles tun muss, um die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu locken. Was haben wir gemacht? Wir haben erhebliche Flächen umgestaltet, um eben in Wettbewerb mit dem Zuhause mit der Wohnung zu treten. In der Pandemie ist die Wohnung zum Büro geworden. Wir müssen es jetzt schaffen, dass das Büro zu einer Art Wohnung wird. Das fängt an bei Couchen in unseren Lounge-Bereichen und hört auf bei neu angeschafften Siebträgermaschinen. Die ersten Anzeichen, die wir dafür haben, ist, dass unsere Leute diese Community, diese Gemeinschaft, die wir hier versuchen anzubieten, auch gut annehmen. Und es sind nicht die Alten wie ich, sondern es sind gerade die Jungen,
die genau diesen Gemeinschaftseffekt schätzen, sodass wir selbstverständlich eine Zukunft fürs Büro sehen, aber es wird ein Büro sein, das sehr anders aussehen muss als das Büro, das Sie bisher gekannt haben. Dritte Frage von Max Bohanka, auch wieder On360 zum Thema Strategie und Ausblick. UBM hat 2021 durch vorzeitige Verkäufe historisch sehr gut abgeschnitten. Kann das so weitergehen? Wie liegt die Erwartungshaltung im Zusammenhang mit der aktuellen Wirtschaftslage? Verbesserung der Performance zu 2021 möglich? Jetzt schaue ich mal zum Patrick hinüber. Ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten. Also der erste Teil der Frage zielt darauf ab, wie sieht es strategisch aus? Werden wir auch im Jahr 2022 weitere Verkäufe sehen, die in der Wertschöpfungskette nicht bis zum Ende developed werden? Die klare Antwort ist, war immer Teil unserer Strategie und wird natürlich auch in 2022 Teil der Strategie sein. Es hängt immer davon ab, wie viele unserer Projekte in der Wertschöpfungskette zu dem Punkt kommen, dass man eben diesen Schritt gehen kann. Sprich, wie weit wir im Widmungsprozess bei einzelnen Projekten kommen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2022 solche Projekte sehen werden. Zum Ausblick, der Thomas Winkler hatte es bereits angedeutet. Ich möchte nur ganz kurz noch mal sagen, wir fühlen uns deshalb im Moment auch mit dem unsicheren Ausblick und der Volatilität, die so ein Ausblick natürlich am Markt hervorruft, relativ gesehen wohl. Das liegt daran, dass wir in einer so guten Ausgangsposition sind, was unsere Bilanz, was unsere Cashs und auch was unser Rückzahlungsprofil und die Hausaufgaben, die wir ja mühsam über die letzten Jahre gemacht haben, die zahlen sich jetzt wirklich aus. Okay. Vierte Frage eines Investors zum Thema Finanzierungen. Also der Investor gratuliert uns zum Geschäftsjahr 2021 und stellt die Frage, wird es im Jahr 2022 eine Fortsetzung der Umwandlung der Finanzierungsstruktur auf grün geben? Ist auch eine grüne Anleihe, also ein Green Bond für die UBM, ein Thema? Vielen Dank für diese Frage, weil das hatte ich auf dem Chart den Schwerpunkt nicht in diese Richtung gewählt. Also wir haben im Jahr 2021 ja bereits zwei Bonds begeben, die einen sogenannten ESG-Link hatten, ein Hybridkapital und einen Bond, sprich die sind schon grün. Diese Richtung wollen wir klar weiter fortsetzen. Also wir werden auch in zukünftigen Anleihen immer wieder das grüne Element sehen und wollen auch unsere Finanzierung als Green Smart and More mit einer Green Smart and More Strategie natürlich auch entsprechend auf der Finanzseite grün ausrichten. Werden wir dieses Jahr Bonds sehen, das wird ein wenig auch vom Markt abhängen. Das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhersehen, ob das kommen wird. Aber Sie haben das ja auf der Seite gesehen, das Rückzahlungsprofil ist entsprechend flach. Vielleicht darf ich da nur kurz ergänzen. Wir haben ja als Werte kompetent, konsequent, transparent. Und konsequent ist es, nicht nur eine grüne Strategie zu haben, sondern auch eine grüne Finanzierung. Und unsere Finanzierungen sind jetzt in einem Jahr auf 35% Anteil grüner Finanzierungen gestiegen. Und ich glaube, das sagt schon alles aus, wie ernst uns die Sache mit ESG ist. Dann derzeit die letzte Frage, ebenso von einem Investor. UBM verfügt über eine mehr als solide Eigenkapitalquote und einen hohen Cashstand. Wird es zu weiteren Akquisitionen kommen oder wartet man im derzeitigen Marktumfeld ab? Also natürlich haben wir auch die letzten 12 Monate Projekte in einem Verkaufswert von insgesamt 1 Milliarde akquiriert. Was wir nicht machen, ist, wir gehen keine Kompromisse ein, weil es heißt, es gibt auch keine Verkäufer, weil auch natürlich die Verkäufe in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, abwartend sind. Wir gehen davon aus, dass wir Ihnen schon jetzt im Laufe des zweiten Quartals, das ja gerade erst begonnen hat, über weitere Akquisitionen berichten können. Manchmal dauern dann die offiziellen Bestätigungen und manche werden sich erinnern an das vierte Quartal, wo wir Ähnliches gesagt haben, etwas länger, weil die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass eine entsprechende Transaktion auch abgesichert ist. Dürreren Worten, die Akquisitionen werden weitergehen und natürlich haben wir unsere Firepower und unser Pulver nicht umsonst trocken gehalten.
Fragen mehr. Das heißt, dass die Präsentation ausreichend Informationen gegeben hat. Wie gesagt, noch einmal vielen, vielen Dank für Ihr Interesse an einem Freitag und das auch noch vor für viele hoffentlich eine Urlaubswoche. Es bleibt mir damit nur mehr allen, die sich hier zugeschaltet haben und bis jetzt dabei waren, ein frohes Osterfest zu wünschen. Und wir freuen uns, Sie beim nächsten entsprechenden Call wieder begrüßen zu dürfen.